Und ein Moinsen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal und zur versprochenen Saisonprognose, die jetzt hier zwischen die DFB-Pokalspiele, die wollte ich noch mit drin haben, so ein bisschen, ne? Die sagen ja auch an sich jetzt nicht viel aus, ne? Man kann nicht an einem DFB-Pokal Erstrundenspiel irgendwie eine Saisonplatzierung ausmachen, aber einfach, dass man diesen ersten Effekt vielleicht drin hat, die ersten Ergebnisse drin hat. Und dann geht es ja am Wochenende los mit dem ersten Bundesligaspieltag. Hier VfB-Fan klar, dann gegen den SC Freiburg. Ich habe mir so ein bisschen ein paar Notizen gemacht, zum Beispiel, wo die Clubs die letzten 5 Saisons abgeschnitten haben, von der Tabellensituation, Tabellenposition her, wie das, ne, wie der Transfermarkt sich gestaltet hat, wie Zugänge und Abgänge aussehen und dann, wie gesagt, die ersten Ergebnisse, die wir jetzt haben nach der ersten Runde vom DFB-Pokal. Ich habe den ganzen Spaß hier vor mir auf dem PC mit der Tiermaker-List gemacht, Bundesliga-Prognose 2020-2021. Und wir gehen halt, ne, von Platz 1 bis Platz 18 runter, war ja für mich vom Club her ist es interessanter quasi am Ende zu enden, weil wir da ja eher in die Richtung einzuordnen sind. Und auf Platz 1, hier sollte es auch großartig anders sein, setze ich den FC Bayern München. Da die letzten 5 Saisons anzugucken, ist auch, soll keine überraschen, immer Meister geworden. Letzte Saison Triple-Sieger mit einer kranken Champions-League-Saison. Haben jetzt klar ein paar Leute verloren, ihre Leihspieler mit Perisic und so weiter abgegeben. Dafür kam Sané dazu. Da scheint sich einfach gerade richtig was aufzubauen unter Flick. Da werden auch so kleinere Thematiken wie jetzt ein Alaba oder sowas bleibt. Da geht da auch keinen großen Unterschied mehr machen. Die DFB-Pokal haben wir noch nichts. Die spielen erst im Oktober, aber sonst, keine Ahnung, da ist, glaube ich, kein Vorbeikommen an den Bayern. Weil ich sehe da auch einfach gerade kein Dortmund, kein Nichts, was irgendwie an den Bayern vorbeikommt. Das Einzige, was ich da sehen würde, ist vielleicht der Vergleich mit Liverpool, wo man vielleicht so ein bisschen glauben könnte, was ich aber bei den Bayern einfach auch nicht glaube, das erwarte ich einfach nicht, aber dass da vielleicht so ein bisschen Spannungsabfall ist, weil du einfach jetzt alles gewonnen hast. Aber das sehe ich nicht, in ganz echter Bundesliga, dass die Bayern auf, keine Ahnung, Sparflamme spielen, 30-40% spielen, die Liga gewinnen sie trotzdem, Champions League zu verteidigen, das wird ein hartes Ding, aber Meister, das sollte ein einfaches Ding sein. Auf Platz 2 folgt dann natürlich, oder das heißt natürlich, auf Platz 2 folgt Borussia Dortmund. Letzten 5 Saisons 3-mal Zweiter geworden und 1-mal Dritter und Vierter, also immer in der Champions League da oben, immer nah an Platz 1 dran, immer irgendwo im Meisterrennen mit drin. Außer das ist das Dortmund-Ding, ne? Kader haben sie beibehalten, Bellingham geholt, paar gute Talente geholt, Schadenfest verpflichtet, Renier kommt von Madrid ausgeliehen, auch Klopp nicht verkehrt, haben wir schon mit dem Hakimi von Madrid wieder ausgeliehen, das lief eigentlich echt richtig, richtig gut. Na, aber ich sage ja trotzdem, jede Saison denkst du irgendwie, ne, haben sie mal Vorsprung, sind mal gut drauf, gut im Flow in der Saison drin und irgendwann choken sie halt komplett rein. Deswegen, ich sehe es einfach nicht, dass die irgendwie Meisterschaftsrennen dieses Jahr, ne, wenn es letzten beiden Saisons nicht geschafft haben, warum sollen sie diese Saison schaffen, wo die Bayern noch stärker sind? Letzten beiden Saisons, da hatten sie die Möglichkeit, jedes Mal aufs Neue irgendwie halt einfach den Platz 1 zu verteidigen oder zu erobern. Immer gechoked. Auch da, ne? Die haben irgendwie keinen zweiten Stürmer. Das ist das Einzige, was mir bei dem Kader so ein bisschen wehtut. Die haben keinen zweiten Stürmer hinter Haaland. Wenn der sich verletzt, klar, ne? Bei Bayern kannst du es selber sagen, mit Lewandowski, da hast du noch ein paar mehr Weltklasse-Spieler, die das Ding auffangen können, wenn er ausfällt. Aber Dortmund ist es auch so ein Ding. Die haben weiterhin keinen gescheiten Backup-Stürmer, wenn ich den Kader gescheit angeschaut habe. Um Pokal dann 5-0 gegen Duisburg gewonnen. Aber gut, dass das Ding gewinnt, war klar. Aber mehr als Platz 2 wird auch diese Saison einfach nicht drin sein. Auf Platz 3, genauso wie letzte Saison, rückt dann RB Leipzig. Auch da Kader eigentlich beibehalten, mit Henrichs ganz gut eingeholt von Monaco. Ich meine, der ist ausgeliehen. Wie gesagt, bei allem, was ich jetzt sage, korrigiert mich. Schreibt eure eigenen Meinungen in die Kommentare zur Saisonprognose. Man kann sich hier im Prinzip sowieso nur lächerlich machen, weil wenn ich da jetzt nächste Saison Ende Mai oder wann die Saison vorbei ist, nochmal drauf gucke, wird da eh irgendwo ein massiver Schnitzer drin sein. Aber bei Leipzig sehe ich eigentlich auch am meisten, dass die haben einfach niemanden, der Werner ersetzen kann. So, die haben jetzt den Wang geholt von Salzburg, glaube ich. Ich weiß nicht, ist das ein richtiger Werner-Ersatz? Kann er dasselbe abrufen wie ein Werner? Ich weiß es nicht. Und da ist für mich noch so ein bisschen ein Problem. Die haben Werner nicht 100% ersetzt bekommen. Sonst hätte ich sie vielleicht auf Platz 2 geschätzt gerade. Aber so, erstmal Platz 3. Auf Platz 4 folgt dann Borussia Mönchengladbach, genauso wie letzte Saison. Nö, die haben eigentlich den Kader mehr oder minder beibehalten. Da ist nicht viel passiert. Wolf und Lazaro ausgeliehen. Ich meine, Lazaro ist auch verletzt. Also wie gesagt, wirklich nicht viel passiert. Pokal 8-0 gewonnen gegen Oberneuland. Letzte Saison 4., davor 5., 9., 9. und 4., wenn man chronologisch runtergeht, die 5 Saisons. Und ich sehe da halt auch vor allem keinen, der irgendwie da den 4. Platz oder einfach den Champions League-Eintritt gerade mit dem Kader irgendwie rechtfertigen könnte oder irgendwie da daran kratzt. Ich sehe es einfach nicht. Außer vielleicht noch Leverkusen. Und vorhin noch zum Ergänzen, Leipzig hat noch 3-0 gegen Nürnberg gewonnen, aber gut.
keine krass wichtige Info für diese Prognose. Aber wie gesagt, Gladbach, keine Ahnung, ich sehe da einfach gerade keinen, der da sonst den vierten Spot nimmt. Hängt auch damit zusammen, weil ich das Leverkusen wieder auf Platz 5 setze. Ich meine, es ist auch komplett die gleiche Tabelle bisher, von 1 bis 5 letzte Saison. Aber da tut halt, glaube ich, vor allem der Havertz weh. Der könnte zumindest echt wehtun. Letzte Saison auch Fünfter geworden, davor Vierter mit dem Champions League, davor Fünfter, dann mal, ne, davor noch eine krachende Saison auf 12, davor Dritter. Also die hätten, ne, das ist der nächste Club, der für mich in die Champions League noch gehen könnte, vom Kader her. Aber ich weiß es einfach nicht, ich sehe es irgendwie auch nicht. Die haben jetzt einen Schick geholt, klar, ne, nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, ich kann es nicht abschätzen, wie sehr dieser Havertz-Abgang wehtut. Verland auch verloren, ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, ob dieser Kader, so wie er gerade dasteht, gut genug ist für die Champions League Quali. Klar, da wird noch was passieren, das ist auch das große Ding hier. Wir haben den 15.09. Also mein Ding ist Stand 15.09. 17 Uhr. Das heißt, ne, bis wann dürfen wir noch? 4. Oktober und dann, glaube ich, bis 18 Uhr immer in Deutschland gewesen. Da war es bis 0 Uhr, ich meine immer 18 Uhr gewesen. Da kann natürlich noch einiges passieren, transfertechnisch bei allen Clubs. Ne? Wenn sich irgendwer krass verletzt, können auch irgendwie große Transfers zustande kommen. Alles klar. Aber zum jetzigen Zeitpunkt bin ich mir einfach nicht sicher, ob Leverkusen den Kader hat für Champions League, und ich sehe da Gladbach noch ein Stückchen weiter vorne. Dann geht es noch im letzten Spot um Platz 6 und da kann ich, bin mir nicht 100% sicher damit, aber ich setze da jetzt den VfL Wolfsburg rein, einfach weil ich mit den Teams da drunter jetzt noch kommen. Mich überzeugt da keine 100%, dass er wieder in die Euroleague kommen könnte. Wolfsburg wird damit in der dritten Saison am Stück in der Euroleague, also wenn sie diese Saison in die Euroleague kommen würden. Letzte Saison Platz 7, davor Platz 6. Da ist auch wenig passiert auf dem Transfermarkt, was mir irgendwie namentlich oder so, ne, groß was sagen würde. Ich bin, ne, 4-1 gewonnen gegen Union Fürstenwalde, der lese ich gerade nach, im Pokal. Ich weiß nicht, ne? Auch da habe ich hier aufgeschrieben, reicht das fürs internationale Geschäft, der Kader? Ich bin mir einfach nicht sicher, aber ich bin mir bei dem Kader irgendwie und bei der Kader-Trainer-Kombination Ticken sicherer als bei Clubs drunter. Deswegen, ne, letzter europäischer Spot, den nimmt sich Wolfsburg. Auf Platz 7 folgt dann die Eintracht aus Frankfurt. Und ich habe gerade gesagt, letzter europäischer Spot in Wolfsburg. Ich bin mir gar nicht sicher, weil ich glaube, dieser 7. Platz qualifiziert er sich nicht für irgendeine Quali, jetzt für irgendeine zweite Euroleague. Ich weiß nicht, wie die heißt, aber es ist für quasi eine zweite Europa League. Also könnte es auch falsch sein, aber quasi für die richtige Euroleague. Ne? War es der letzte Startplatz mit Platz 6 bei Wolfsburg. 7. qualifiziert sich, glaube ich, für irgendeine Quali, für irgendein europäisches Geschäft. Also so gesehen auch noch irgendwie international am Start. Und da tippe ich Eintracht Frankfurt hin. Letzte Saison 9. davor, 7. davor, 8. Ne? Die 7. Platz-Saison waren die, wo sie dann in die Euroleague kamen und ihre kranke europäische Reise hatten. Also wirklich, die hat richtig, richtig Laune gemacht. Aber da, keine Ahnung, deswegen habe ich sie nicht in die Euroleague reingetippt, bin ich mir einfach auch unsicher vom Kader. An Trainer, glaube ich, Kader eigentlich auch, aber irgendwie, ich sehe es nicht, dass die irgendwie groß auf Platz 5 oder Platz 6 landen. Deswegen quasi knapp dahinter mit Potenzial oben reinzurutschen. Einfach weil diese Mannschaft auch mehr Potenzial hat als andere Teams, die noch unter dieser Mannschaft kommen. Rebic ist offiziell weg, sonst ist wieder nicht viel passiert. Silva, Kamitz, aber das ist ja quasi ein Rebic-Ding mit einbegriffen. Sonst dieser Tausch da mit Gacinovic und Zuber. Und sonst, es kommt wirklich darauf an, dass sie nach oben noch mehr rankratzen, wenn sie wieder irgendwie einen kranken Lauf haben oder so. Wenn nicht, keine Ahnung, Frankfurt ist eine Wundertüte. Wenn nicht, dann können die auch weiter nach unten rutschen. Also Frankfurt ist wirklich so ein unsicheres Ding. Aber ich setze mal dahin, so quasi zwischen oder gerade kurz vor Europa irgendwie. Aber bei Frankfurt ist auch eine Wundertüte, da kann es auch echt nach unten gehen. 2-1 im Pokal gewonnen gegen 1860 München. Weiß nicht, das klingt jetzt auch nicht so brillierend. Muss man sehen, aber einfach, weil ich die anderen Kader irgendwie oder die anderen Teams das noch weniger zutraue, setze ich Frankfurt auf Platz 7. Auf Platz 8 kommt noch schon eins dieser Teams, was ich gemeint habe, denen ich es irgendwie einfach nicht zutraue, wenn der Kader gar nicht so verkehrt ist. Und da kommt Hertha BSC Berlin. Das ist eigentlich echt, wenn man sich die letzten Saisons anguckt, Platz 10, Platz 11, Platz 10, Platz 6, Platz 7, also quasi von dieser Saison rückwirkend 5 Saisons runtergegangen, chronologisch. Die haben auch eigentlich an sich nichts abgegeben, haben gar keinen schlechten Kader, haben ja auch gut, ne, Investor und so. Oder halt, weiß nicht, ist es ein Investor? Auf jeden Fall jemand, der einfach Kohle in den Verein reinballert. Deswegen haben die da jetzt echt, ne, die können gut was machen auf Transfermarkt, haben es auch gemacht. Kunja nicht verkehrt, Piatek nicht verkehrt. Dieser Toussaint muss man sehen, aber auch teuer eingekauft. Schwolo geholt, guter Keeper. Also eigentlich an für sich nicht verkehrt. Labbadia finde ich auch gar keinen schlechten Trainer, aber es ist ein Trainer, der dich maximal in die Euroleague bringt. So böse es klingt, oder ne, ist ja nicht schlecht für Berlin, wenn sie in die Euroleague kommen würden.
über diese ganze Champions League denken und sowas und höher, schneller, weiter. Ich denke, bei der Labbadia, ne, es wäre drin, dass die in die Euroleague kommen. Genauso wäre es drin, dass die halt trotz kranken Kader komplett wegfloppen. Das hieß da auch schon, ne, 5-4 verloren gegen Braunschweig. Klar, Pokal soll es nicht so ein großes Ding sein. Aber das geht schon stabiler in der ersten Runde. Da muss nicht gegen Braunschweig rausfliegen mit 5 Gegentoren. Deswegen keine Ahnung. Auch so eine Wundertüte. Könnt auch weiter runterrutschen. Aber auch da nicht in Richtung Abstieg, aber weiter runter. Weil aber die ersten drei an und für sich eigentlich in Liga hält. Deswegen, ne, ist auch so ein Mittelding. So Platz 8 ist so ein Hin und Her. Könnt nach oben gehen, könnt auch nach unten gehen. Aber könnt auch wieder, ne, letzte Saison, 10. Platz, 11. Platz. Das könnte auch wieder einfach eine graue Maus werden. Dann auf Platz 9 ein Club, der diese Saison europäisch spielt. Hoffenheim. Letzte Saison 6. geworden, spielt Euroleague. Wenig auf Transfer passiert. Gacinovic, Zubertausch, wie ich auch vorhin schon bei Frankfurt gesagt habe. Auch da die Frage, ist der Kader gut genug für internationales Geschäft? Wenn ich mir das noch angeschaut habe, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und dazu noch, ist der Trainer gut genug für internationales Geschäft? Weil ich kann diesen Sebastian Hoeneß überhaupt nicht einschätzen. Überhaupt nicht. Deswegen keine Ahnung, ich sehe die nicht. Sonst, das war auch so ein Kandidat für Platz 6, Platz 7. Aber keine Ahnung, durch dieses neue Trainer-Ding, auch im Pokal, 3-2 für Hinterschießen gegen Chemnitz weitergekommen, nicht wirklich mit Lorbeeren da irgendwie in die nächste Runde gekommen. Ich weiß nicht, also irgendwie, ich sehe Hoffenheim nicht in Richtung Europa, deswegen bleiben die bei mir mal auf Platz 9. Dann folgt auf Platz 10 der SC Freiburg, der richtig dicke Dinger hinnehmen musste auf dem Transfermarkt. Klar, auch gut Kohle eingenommen, aber ne, Koch, Waldschmidt weg, haben jetzt auch noch Schwolo verloren, also die haben schon dicke Dinger kassiert auf dem Transfermarkt. Haben jetzt auch, der zweite Keeper hat sich verletzt, also der zweite nach dem Schwolo hat sich verletzt, deswegen haben sie jetzt den aktuell, brandaktuell quasi von einer Stunde oder so, habe ich das gelesen, den Keeper von Mainz ausgeliehen, den Müller. Sonst hätte der Ex-VfB-Keeper Uphoff als dritter Keeper gegen uns gespielt im ersten Saisonspiel, jetzt dann scheinbar nicht. Deswegen, ich weiß nicht, haben auch wenig geholt bisher. Es scheint sich ein für Freiburger Verhältnisse teurer Transfer anzubahnen. Irgendein ZM aus der französischen Liga, meine ich, Santa Maria heißt der, glaube ich, der mir auch nicht viel sagt, aber der soll, glaube ich, wirklich zweistellige Millionenbetrag kosten. Ne? Das könnte echt eine schwere Saison werden, weil wir einfach jede Saison aufs Neue dicke Leute verlieren. Aber eben, sie machen es jede Saison aufs Neue. Das ist nichts Neues für Freiburg. Und Freiburg und Streich und allgemein der Club kriegt es jede Saison aufs Neue hin. Deswegen werden die auch, glaube ich, diesmal wieder nicht allzu viel mit dem Abstiegskampf zu tun haben und da halt einfach eine, ich sag mal, solide, runde Saison ohne krasse Höhen, ohne krasse Tiefen. Platz 10. Auf Platz 11 folgt der FC Augsburg. Letzten beiden Saison tatsächlich Platz 15 geworden. Ist auch ein Club, der eigentlich jede Saison aufs Neue in Liga 2 Runde getippt wird. In jeder Prognose ist er gefühlt immer irgendwo zwischen 16 und 18 angesiedelt. Philipp Max jetzt verloren. Ne, auch ordentlich Kohle eingenommen, aber ne, schade, der Junge hat echt mehr Potenzial, war auch durchaus mal einer für die Nationalmannschaft, ist jetzt zu Eindhoven gewechselt, aber sonst eigentlich ganz gute Leute geholt. Udo Kai haben sie jetzt geholt, quasi von dem Geld von Max, der war, glaube ich, auch schon ausgeliehen, haben sie jetzt quasi festgeholt. Strobel ablösefrei, Giekiewicz ablösefrei, also eigentlich an sich wirklich keine schlechten Transfers und einfach auch aus dem Grund, weil jede Saison aufs Neue da direkt in den Abstieg reingetippt werden. Und sie ist ja aufs Neue scharf und schon jetzt echt ziemlich lange Bundesliga sind am Stück. Und ich die Transfers gar nicht mal so verkehrt finde und es einfach auch ein relativ ruhiger Standort ist. Platz 11, auch wenn natürlich, ne, Platz 11 heißt natürlich auch nicht, dass sie nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Kann auch sein, dass sie am Ende auf Platz 14 bleiben oder so, aber ich glaube es einfach nicht, dass die noch tiefer runterrutschen. Deswegen erstmal Platz 11, weil ich da auch noch ein paar Clubs habe, die jetzt noch kommen, die, denke ich, von der Ausgangssituation noch ein bisschen schlechter dran sind. Dann auf Platz 12, ich meine auch letzte Saison, Schalke 04. Absoluter Chaos-Club gerade. Letzte Saison 12. geworden, davor 14. geworden. Es ist irgendwie gerade so ein Club, worüber du gefühlt in der Presse auch gefühlt nur negatives Zeug liegst. Ne? Die letzte Rückrunde war der helle Wahnsinn. Also, das, wie ein Trainer immer noch im Amt sein kann, wundere ich mich. Aber gut, wahrscheinlich einfach keine bessere Alternative gefunden. Gefühlt gar keine Kohle. Das ist, keine Ahnung, es fühlt sich an, ne? Der große Name, Schalke 04 und so, der hilft dir auch nicht großartig weiter, was eine Bundesliga-Platzierung angeht. Das ist so ein Club wie gerade, wie wir oder wie der HSV, auch große Namen eigentlich. Und ich habe so das Gefühl, ne? Man sieht hier 14., 12.,
wo es so ein bisschen anfängt, wie so bei uns diese Phase, so 2010, 2011 oder so, und dann 4-5 Jahre drum gebettelt, bis man endlich absteigt, was dann 15, 16 bei uns der Fall war. Und jetzt irgendwie gerade, ne, letztens jetzt auch anguckt, sind wir gerade eine Fahrstuhlmannschaft, müssen uns wieder ein bisschen etablieren oder zumindest mal über einen längeren Zeitpunkt wieder in der Liga bleiben. Und dahin entwickelt sich Schalke gerade so ein bisschen, deswegen mit Platz 12 die letzte Saison, weil ich einfach noch ein paar Clubs drunter sehe, die vielleicht noch ein bisschen mehr Probleme haben könnten als Schalke, mit dem Kader angucken und sowas. Ne? Schalke, McKennie verloren, Nübel verloren, Kajuri verloren, Ibisevic geholt, sonst im Sturm haben sie jetzt auch Pazienza geholt, auch quasi eine halbe Stunde bevor ich angefangen habe zu drehen, kam auch die Meldung, dass Pazienza kommt, also wirklich mal einen gescheiten Stürmer so vom Gefühl her, jetzt mal nur Front gegen Burg, Staller und Uth und so weiter da vorne, aber ich weiß nicht. Auch der Kader ist an sich auch nicht mehr wirklich krass, auch auf der Torwartposition. Jetzt zockt auf einmal wieder ein Fährmann, der irgendwie von der Saison noch plötzlich vom Hof gejagt wurde und irgendwo in Norwegen Leihfußball, leihweise Fußball gespielt hat. Also echt schwierige Kiste, aber erstmal auf Platz 12. Würde mich aber auch nicht wundern, wenn Schalke vielleicht mal in die Relegation rutscht oder auf Platz 15 rutscht. Da wird es schon deutlich mehr unten um die Wurst gehen als oben bei Schalke. Und die WB-Pokal weiß man auch bisher noch nicht, weil ja hier, es war dieses Getue mit Türkgücü München, die sich da irgendwie jetzt doch den Pokalplatz bekommen haben, deswegen das Spiel irgendwie abgesagt wurde, wegen der Kurzfristigkeit und so weiter, das gerichtliche Zeug und sowas, keine Ahnung davon genau, aber noch kein Pokalergebnis, woran man sich vielleicht noch ein bisschen orientieren könnte, aber Schalke wird eine schwierige Saison. Auf Platz 13 folgt Mainz 05. Tatsächlich auch letzte Saison, war gar nicht so geplant. 13., 12., 14., 15., ne, da passen sie einfach hin. Und jetzt, wenn man sich die letzten Saisons anschaut, auch da wenig passiert auf dem Transfermarkt. Ein Kilian-Gold von Paderborn, eigentlich auch kein verkehrtes Talent. Das ist einfach, keine Ahnung, mittelmäßiger Kader, mittelmäßige Tabellensituation. Auch ein Club wie jetzt ähnlich Augsburg, wo man eigentlich immer wieder denkt, die könnten jetzt eigentlich auch mal absteigen. Tun es aber einfach nie, deswegen ne, Platz 13. 5-1 gewonnen gegen HWS im Pokal. Ich denke, Platz 13 ist jetzt kein großes Risiko nach oben oder nach unten, was meine Prognose angeht. Aber da ist auch wieder alles drin zwischen 11 und 18 so gefühlt. Aber ich setze jetzt mal auf Platz 13. Da ist sowieso so oft so viel Variation drin, sage ich gefühlt bei jedem Ding, dass ich erstmal da hinsetze. Aber ich mir auch gut vorstellen könnte, dass. Also das ist echt wirklich nicht einfach zu prognostizieren, was hier passiert. Aber ich glaube, ich würde, ne, wie gesagt, habe ich ja schon vorhin gesagt, dass ich werde meinen Spaß haben, wenn ich mich im März hier reinhocke und darauf reagiere, was ich hier prognostiziert habe. Und dann Platz 14, und da fängt es langsam an, dass eigentlich jeder Club gefühlt den Platz von jedem Club tauschen könnte. Dann kommt nämlich SV Werder Bremen, 2 Plätze besser als letzte Saison, in der Relegation irgendwie gerettet. Haben wir ja auch, wie wir in der Relegation, ich werde es immer sagen, auch wenn es keine Ausrede ist und nichts. Aber wir haben damals nicht verloren, sind abgestiegen, genauso hat Heidenheim letzte Saison nicht verloren, ist trotzdem so gesehen als Verlierer vom Platz gegangen und so gesehen abgestiegen oder halt die Hoffnung nicht geschafft, in die erste Liga aufzusteigen. Ne? Relegation einfach weg, wenn wir gerade schon beim Thema sind und beim letztjährigen 16. Platz. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich von Kohfeldt halten soll. Eigentlich kein verkehrter Trainer, aber diese Europa-Euphorie ist irgendwie auch so ein bisschen weg. Auch natürlich, ne, wenn man sich die Tabelle anguckt, kann auch sein, dass sie jetzt wieder irgendwo auf 8 oder auf 9 landen. Das ist eigentlich mal ein interessanter Blick auf die Tabelle, weil, jetzt mal chronologisch nach hinten gesehen wieder, letztes Jahr 16er, davor 8er, davor 11er, davor 8er, davor 13er. Das ist immer irgendwie einstellig, zweistellig, heißt vielleicht jetzt 9er oder so, aber ich sehe es einfach nicht. Kann mir auch gut vorstellen, dass sie wieder auf dem Relegationsplatz landen. Dafür hat sich auch ein bisschen zu wenig am Kader getan. Klar, die Mittel sind bei allen gerade ein bisschen klamm, vor allem da unten bei den Clubs in Corona-Zeiten. Bittencourt haben sie jetzt teuer quasi verpflichtet, wahrscheinlich auch eine Kaufpflicht wahrscheinlich mit drin, ich glaube 7 Millionen, also ich weiß nicht, ob das ein Bittencourt wirklich wert ist. Die Chonglai von Man United sieht in den ersten Spielen bisher gar nicht mehr so verkehrt aus. Pokal gewonnen 2-0 gegen Karatei Jena, aber ich weiß nicht. Das könnte auch so ein Wolfsburg-Move sein, wie jetzt waren das vor 2 Saisons oder so, wo Wolfsburg 2 Saisons am Stück in die Relegation musste, könnte ich mir auch bei Bremen vorstellen. Rashica wechselt vielleicht noch oder relativ wahrscheinlich, glaube ich, noch. Da ist, glaube ich, Aston Villa dran oder sowas. Dann würden da vielleicht noch einige Millionen reinfließen, vielleicht 15 Millionen oder sowas, ein bisschen mehr. Dann wäre vielleicht noch was möglich auf dem Transfermarkt. Ne? Deswegen ist halt noch so lange hin, dass sich der Kader noch ein bisschen verändern könnte bis zu diesem 4. Oktober ist es, glaube ich. Aber ich denke, bei Bremen wird es auch
wie bei Schalke und bei Mainz. Orientierung nach unten und nicht Orientierung nach oben. So, auf Platz 15 kommt dann mein Verein, der VfB Stuttgart. Einfach aus der, das ist, keine Ahnung, das ist gar kein, nicht, doch, es ist eine Prognose, aber irgendwo auch einfach nur eine Hoffnung, dass wir nichts mit 16, 17, 18 am Ende des Tages zu tun haben, sondern einfach in der Liga bleiben, koste es, was es wolle. Ne? Letztes Jahr als Zweiter aufgestiegen, davor als 16er Relegation mit Union Berlin runter, davor Siebter, davor erst in der zweiten Liga und davor als 17er runter. Ne? Es ist auch bei uns am Transfermarkt jetzt nichts, weil wir auch natürlich wenig bis gar keine Kohle hatten, aber auch nichts Krasses passiert am Transfermarkt. Haben auch keine krassen Abgänge. Ne? Gomez Karriereende, Bartschuber runtergeschickt in die zweite Mannschaft. Akolo, Donis und Maffeo war klar, dass die alle nicht mehr bei uns irgendwie spielen werden. Alle, also Akolo und Donis verkauft, Maffeo ausgeliehen mit irgendeiner Kaufoption. Sonst den Kader eigentlich beibehalten, auch die Leihspieler geholt, ne? dass sie Kobel fest verpflichtet haben, ist extrem wichtig. Stenzel verpflichtet, Endo verpflichtet, Anton auch nochmal für die Defensive, Mafropanos, Laie auch für die Defensive. Ja, das ist eigentlich gar nicht mal, finde den Kader gar nicht mal so verkehrt. Mehr ist da auch nicht drin, weil wir einfach nicht die krasse Kohle haben, um irgendwo richtig dick was zu machen. Haben auch nicht wirklich viel verloren an Leuten. Wie gesagt, Abgänge habe ich gerade genannt eigentlich. Haben natürlich jetzt ein bisschen Verletzungspech, aber das zählt auch nur für die ersten 2 bis 4 Spieltage oder sowas. Da tut vor allem ein Gonzales weh, was aber in anderer Sicht vielleicht uns quasi gut tut, weil der jetzt quasi gefühlt bis dann ausfällt, wenn das Transferfenster vorbei ist. Also vielleicht lindert es die Chance, dass er wechselt. Fände ich gut, wenn er bleiben würde. Sonst eigentlich ein recht solides Transferfenster mit wenig Budget, Aufstiegskader beibehalten. Aber es ist es halt, ne? Es ist unser Aufstiegskader. Da haben so viele keine Erfahrung in der Bundesliga bisher sammeln können oder vorzuweisen. Und ne, verdammt junger Kader, es ist eine absolute Wundertüte. Es könnte explodieren und irgendwie also nach oben gehen im Sinne von wir werden Zehnter oder sowas, jetzt nicht in Richtung Europa oder so ein Scheiß. Es könnte richtig gut funktionieren, junge Wilde und so weiter. Oder es klappt halt, wie viele Saisons bisher beim VfB, erstmal nicht und wir steigen wieder ab. Das ist einfach ein richtiges Durcheinander, aber die einfach so eine richtige Wundertüte. Einfach ne, die Hoffnung, dass einfach zumindest mal 3 Teams noch unter uns sind und wir die Liga halten und dann erstmal Ruhe ist. 1-0 gegen Hansa Rostock gewonnen, Pokal, es war jetzt auch absolut nichts Besonderes, das Spiel. Einfach Pflichtaufgabe erfüllt, auch nicht mit Lorbeeren und nichts, ne, nicht brilliert oder so, oder irgendwie in Richtung. Aber einfach drin bleiben. Auf Platz 16. Und wie gesagt, da können auch wir landen, da können auch die beiden Clubs landen, die unter uns sind, da könnte auch Bremen landen, da könnte auch Schalke landen. Aber ich setze da jetzt mal Union Berlin hin. Zum Großteil auch deswegen, weil die einfach, ne, die haben jetzt diese 2. Saison nach dem Aufstieg. Und die tut richtig weh. Oder besser gesagt, die kann richtig weh tun. Habe ich jetzt hier auch mal auf die Liste aufgeschrieben oder mir notiert. Wenn man jetzt mal schaut, Aufstieg 14-15, 2 Saisons später. Ingolstadt, Darmstadt, beide Vereine wieder abgestiegen. Aufsteiger von 15-16, gut, da ist keiner abgestiegen von. Aufsteiger 16-17 waren Hannover und wir. Absteiger 18-19, 20 Jahre später, waren Stuttgart, Hannover und Nürnberg. Die Aufsteiger der Saison von 17-18, Düsseldorf und Nürnberg. Davon ist Nürnberg sofort runter und letzte Saison Düsseldorf und Paderborn sind abgestiegen, also ist Düsseldorf da dazu. Und die Aufsteiger von 18-19 wären Köln, Paderborn, Union Berlin. Und irgendwie, es erwischt ja scheinbar so gefühlt immer zumindest mal einen Verein. Und das seht ihr ja auch, ein Verein ist jetzt schon zumindest mal drunter, der erste FC Köln. Und Union bleibt noch drin. Aber diese 2. Saison nach dem Aufstieg, die ne, haben auch wir erleben müssen, als wir abgestiegen sind, die ist irgendwie gefühlt nochmal schwerer als die Saison direkt nach dem Aufstieg, so gefühlt. Ne? Weiß nicht, ob es ein Mysterium ist, ein bisschen nachweisbar ist es ja, aber deswegen habe ich mal einen davon runtergetippt, dass die absteigen. Und auch von uns aus, ne, so gefühlt, die Aufsteiger, also wir und Bielefeld, einer der beiden Clubs, bleibt drin und der andere Club geht runter. So ist auch oft. Und da ich einfach VfB-Fan bin und das auch ein bisschen mehr sehe, so prognosemäßig bleiben wir drin. Und wie gesagt, ihr seht es ja schon, wer noch übrig bleibt. Drunter kommt dann noch Köln und Bielefeld. Das seht ihr ja schon, ist jetzt noch übrig geblieben, auch in der Reihenfolge. Aber mal, um bei Union Berlin zu bleiben. Gigi wird es verloren. Dort-Situation finde ich auch ein bisschen schwierig. Da ist, glaube ich, gerade der Lute dann von Augsburg gekommen. Den Jüngeren haben sie, glaube ich, auch noch. Kann ich schwer einschätzen. Aber so ein guter Keeper ist auch immer wichtig dann im Abstiegskampf. Ne?
eigentlich an sich namentlich gar nicht verkehrt, der ablösefreie Transfers, Kruse, Knoche, man weiß aber auch nicht genau, was jetzt zum Beispiel mit Kruse, wie krass der jetzt wirklich noch ist. Schlotterbeck-Leihe von Freiburg kommt er, glaube ich. Also durch die Transfers könnte das für den Klassenerhalt reichen, aber es ist halt, wie gesagt, wie ich gerade gesagt habe, diese zweite Saison nach dem Aufstieg und scheinbar wechselt oder ist kurz davor, dass der Andersen, der quasi Top-Stürmer von Union Berlin, meines Wissens nach, zu Köln wechselt, nachdem Córdoba nach Berlin wechselt, was jetzt auch quasi gerade eben, während ich mal kurz die Kamera neu gestartet habe, reinkam, dass der fix zu Berlin wechselt. Das wäre ein weiterer dicker Verlust. Klar, den können sie dann auch nochmal, Transferfenster hat noch lange genug offen, den können sie auch nochmal kompensieren. Aber kann, ich sehe es einfach nicht, dass die wieder irgendwie so eine krass solide Saison spielen, wieder auf Platz 11 kommen. Kann natürlich auch ganz anders sein, ne? Deswegen, da unten ist alles durcheinander gewürfelt, aber ich habe mich jetzt mal für das hingesetzt. Und hier auf Platz 16, dann dürfen die nochmal in die Relegation ran, diesmal aus Sicht von einem Erstligisten in die Relegation reingehen. Im Pokal auch, 1-0 in der Verlängerung war es, glaube ich, kurz vor Schluss, 117 oder sowas, gegen Karlsruhe gewonnen. Wirkt jetzt auch erstmal nicht so krass souverän. Also, ne, auch Wundertüte, aber ich setze jetzt mal auf Platz 16. Dann auf 17 brauche ich schon gar nichts mehr zu machen, ist ja beides noch übrig da unten. Erster FC Köln, auch da die verfluchte zweite Saison nach dem Aufstieg, letzte Saison 14. geworden. Da sah es gefühlt auch schon nach ein paar Spieltagen so aus, als würden sie wieder mal krachend runtergehen, wie in dieser Saison, wo sie 18. wurden. Nato Gisdol ein bisschen Aufwind gebracht und dann in der Corona-Phase wurde es auch wieder ein bisschen schlechter. Eigentlich ist der Gisdol einer, der ihn in der Liga hält, aber der Kader nicht. Also Gisdol ist ja eigentlich eher einer, den du so ein bisschen als Feuerwehrmann holen kannst, so am Ende der Saison, der schon viele gerettet hat, so jetzt wie Hamburg, Hoffenheim und sowas. Aber der Kader ist es einfach nicht für mich, der ist es einfach nicht. Jetzt, wie gesagt, Córdoba auch noch weg nach Berlin. Jetzt setzen sie ja scheinbar mit Andersson, aber das ist auch noch nicht fix, also ein Gerücht, dass sie den mit Andersson ersetzen. Zieler geholt, geliehen, sonst ist auch wenig passiert auf dem Transfermarkt. Viel Geld werden die auch nicht haben oder hatten sie auch nicht. Der Córdoba wird auch nicht billig gewesen sein, vielleicht, weiß nicht, sind es 18 Millionen oder sowas, die jetzt Berlin dafür gezahlt hat. Irgendwo die Richtung wahrscheinlich, schon über die 15 oder an die 15 Millionen. Auf jeden Fall zweistellig. Ich weiß nicht, der Kader ist mir einfach schlicht und ergreifend nicht gut genug. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es der Club ist der beiden zwischen Union und Köln, dass Köln der Club ist, der dann in der zweiten Saison nach dem Aufstieg wieder runtergeht. Im Pokal 6-0 gewonnen gegen Alt-Klinike. Und auf Platz 18, bin ich mal ganz böse, kommt unser Mitaufsteiger Arminia Bielefeld. Auch da ist nicht großartig was passiert, vor allem nichts passiert, wo ich irgendwie namentlich sagen würde, wow, was ein Transfer. Aber klar, ne? Auch bei uns werden wahrscheinlich viele Leute auch vom Namen her nichts sagen, auch ein Cissé und sowas. Was soll irgendwem der Name groß was sagen? Aufsteiger, da kommen erstmal kleinere Brötchen gebacken werden. Auch da, der Kader, ich weiß nicht, ziemliches Überraschungsei, weil da gefühlt, glaube ich, gar keiner günstige Erfahrung hat. Und vor allem das Ding ist mit ihren Stürmern vorne, der Vogelsammer und Klos vorne drin. Vogelsammer ist, glaube ich, immer noch verletzt. Ich weiß nicht, wie lange der noch ausfällt. Und Klos können für mich halt einfach, wir haben es damals erlebt beim VfB, der könnte einfach so ein zweiter Terodde werden, der eigentlich quasi einfach ein zweitiger Stürmer ist und da die Buden macht und jetzt in der Saison für Bielefeld 5 Kisten macht und mehr nicht. Und das ist ja eigentlich so quasi ihre Hoffnung im Sturm, so wie ich das sehe, dass auch der Klos weit in der ersten Liga trifft. Kann auch sein, das ist natürlich absolut legendäre Aktion, wenn der Zweite dann einfach ohne Bundesliga weiterhin voll einnetzt. Aber ich glaube, auch rein vom Kader her muss ich leider unsere Mitaufsteiger Bielefeld da gerade auf Platz 18 tippen. Und dann hätten wir auch ein paar Clubs, die jetzt aus meiner VfB-Sicht gesehen unter uns sind, auch im Pokal direkt erst Runden aus gegen Rot-Weiß Essen. Da spricht für mich gerade einiges dafür, dass Bielefeld vielleicht noch am ehesten länger unten auf 17 und 18 verharrt. Kann natürlich auch sein, dass die jetzt eine Überraschungssaison spielen und am Ende auf Platz 9 landen. Wer weiß. Aber so rein vom Kader gerade sehe ich auch vor allem Köln und Bielefeld da unten ziemlich weit unten. Klar, können natürlich auch Köln-Fans sagen und Bielefeld sagen, dass der Kader vom VfB noch schlechter ist und noch unerfahrener ist und noch jünger ist. Stimmt auch. Aber bei meiner VfB-Prognose kommt natürlich auch ein bisschen mehr noch die Hoffnung mit drin als nur die Prognose. Deswegen habe ich uns nicht als Absteiger getippt, weil ich es mir nicht hoffe und es auch nicht glaube. Ich glaube, wir werden es schon irgendwie drin halten. Und so sieht meine Bundesliga aus. Ich denke, ich habe auch eigentlich ziemlich alles gesagt, was ich zu den Clubs mir aufgeschrieben habe. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinungen drunter. Schreibt mir eure Prognosen gerne drunter. Können wir ein bisschen diskutieren in den Kommentaren.
Prognosen sind immer schwierig. Wie gesagt, wenn ich mich nächste Saison im Mai hier wieder vorhocke und auf meine Reaktion, auf meine Prognose reagiere, so werde ich mich sowieso in den Arsch ablachen wahrscheinlich, weil irgend so ein kranker Schnitzer ist immer drin. Aber so sieht es erstmal aus. In Champions League Spots, oben in Euro League Spots, nicht großartig was Neues. Unten glaube ich auch nicht. Ich glaube, ich habe mich jetzt nicht krass aus dem Fenster gelehnt mit irgendwelchen Prognosen, aber so ein bisschen versucht, so ein paar Fakten reinzubringen, die es vielleicht dann verständlicher machen, warum ich welchen Club wohin gesetzt habe. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wie gesagt, diskutiert mit, schreibt mir eure Kommentare rein, gebt mir Feedback, generell immer gerne gesehen. Und dann bis zum nächsten Mal.